Willkommen in meinem Channel. Ich möchte euch heute mal die neue App ausschneiden und skizzieren vorstellen. Die App wird als Ablösung für das allseits bekannte Snipping-Tool betrachtet und wird ab der Windows 10 Version 18.09 mit ausgeliefert. In dieser Version werden noch beide Tools ausgeliefert oder werden auch das Snipping-Tool noch ausgeliefert. Das heißt, wenn ich jetzt das Snipping-Tool starte, werde ich bereits darauf hingewiesen, dass das Snipping-Tool früher oder später aus Windows verschwinden wird. Dann öffne ich mal das Ausschneiden und Skizzieren. Wir gehen jetzt mal die ganzen Funktionen von Snipping-Tool und Ausschneiden und Skizzieren durch. Das Ausschneiden und Skizzieren wird wahrscheinlich dann in den anderen Sprachen auch anders heißen. Es wird nicht so einen allgemeinen Begriff geben wie das Snipping-Tool. Die ganz große Änderung ist, dass das Ausschneiden und Skizzieren jetzt eine sogenannte Windows Universal-App ist oder eine App halt. Und das Snipping Tool, das ist immer noch eine Desktop-Applikation. Das sieht man einfach schon an dem Layout, dass das ein bisschen angeglichen wurde. Und jetzt öffne ich einfach mal hier eine Internetseite und wir fangen ganz einfach mal aus mit dem Ausschneiden an. In Snipping Tool gab es ja den Modus, entweder das Vollbild ausschneiden oder das Fenster ausschneiden oder freies Ausschneiden oder rechteckiges Ausschneiden. Wir lassen jetzt mal auf rechteckig und gehen auf Neu und schneiden einfach mal jetzt hier dieses Element aus und machen das gleiche nochmal in Ausschneiden und Skizzieren. Und wir sehen jetzt hier schon, dass es hier nicht die Möglichkeit gibt, die Art, wie man was ausschneiden möchte, gleich auszuwählen, sondern wir haben diese Funktion jetzt, wenn wir auf Neu gehen, hier oben. Das heißt, entweder das komplette Vollbild, also den ganzen Bildschirm, oder frei auszuschneiden, oder halt hier mit einem in einem Rechteck. Ich nehme jetzt mal das Rechteck und wir schneiden hier mal ein bisschen mehr aus und sehen, dass das Ergebnis gleichermaßen einfach war. Jetzt kann ich schon die erste gute Neuerung von den Ausschneiden und Skizzieren zeigen. Und zwar gibt es hier ein Werkzeug nochmal ausschneiden. Das gab es hier drin so nicht im Snipping Tool. Das heißt, ich drücke jetzt mal hier drauf und wir sehen, wir bekommen hier so eine Select-Variante oder eine Auswahl-Variante und können sozusagen das Bild nochmal nach ausschneiden. Was weiter sich geändert hat, ist, wenn man verzögert ausschneiden möchte. Das heißt, man möchte noch dazwischen schnell was machen, bevor dann dieser Ausschneideeffekt kommt. Da haben wir jetzt in dem Snipping Tool, wenn wir hier draufklicken, die Möglichkeit, in 3 Sekunden nach der Auswahl zuzuschneiden oder in 10 Sekunden, also automatisiert. Oder beziehungsweise wir hatten das im Snipping Tool auch drin, da hatten wir das aber von 1 bis 5 Sekunden. Ich finde das mit den 3 und 10 Sekunden geschickter gemacht. Die nächste Änderung sind die Stifte. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit gehabt, einen roten, einen blauen und einen schwarzen Stift zu benutzen, beziehungsweise hier auf Benutzer definiert zu gehen. Da konnte man dann ein paar Farben mehr auswählen und dann konnte man in 3 Stufen die Linienstärke einstellen. Und man konnte eine runde oder eine ziselierte Stiftspitze nehmen. Den Unterschied hat man nicht wirklich gemerkt. Also wenn man jetzt hier was gemalt hat, war es halt wirklich immer komplett deckend immer. Und bei dem Textmarker konnte man gar nichts einstellen, der war immer gelb. Und man konnte auch nicht die Größe einstellen.
Das hat sich in dem Ausschneiden und Skizzieren jetzt geändert. Das heißt, wir haben den ersten Stift, das ist ein Kugelschreiber. Den kann man jetzt einfach hier anwählen oder wenn man jetzt die Option ein bisschen ändern möchte, kann man hier unten ganz leicht unten anwählen. Ich mache nochmal zu, dann sieht man hier dieses, wenn man drüber ruft, dieses kleine Zeichen. So kann das öffnen. Dann sehen wir, sind sehr angenehme Farben erstmal zur Auswahl und man hat hier einen stufenlosen Schiebenregler von 1 bis 24 Pixel. Das heißt, wir machen das jetzt mal hier rein und sehen, dieser Stift ist auch komplett deckend. So, dann wurde ein zweiter Stift hinzugefügt, also der nennt sich Kugelschreiber und hier wurde ein normaler Stift hinzugefügt. Der hat dieselbe Auswahlmöglichkeiten für Farben und lässt sich auch von 1 bis 24 in der Größe einstellen, aber wir sehen bereits hier unten, dass das ein bisschen schwächer dargestellt ist. Das heißt, dieser Stift, der malt nicht gleich volldeckend. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwas markiere oder ich mache hier so den Rand rein, dann überdecke ich nicht gleich das, was da drin sozusagen zu sehen ist. Das ist ja gerade, wenn man jetzt mit der Maus das macht und jetzt nicht gerade einen schönen Stift hat, um auf dem Bildschirm rumzumalen, trifft man das ja ganz oft sowieso nicht so genau. So, und dann haben wir den Textmarker. Ich hatte ja schon erwähnt hier, der war immer gelb und man konnte den auch nicht in der Größe einstellen. Da hat sich jetzt wirklich was getan. Wir können auch mehrere Farben auswählen und wir können von 12 bis 64 Größe den Textmarker nutzen. Das heißt, wenn ich jetzt hier in diesem Beispiel die Größe 64 nehme, kann ich gleich drei Zeilen auf einmal markieren. Was natürlich, wenn man größere Texte oder einen größeren Text markieren möchte, den man gerade ausgeschnitten hat, sage ich mal, das wirklich wesentlich schicker macht. Das, was leider immer noch fehlt, ist, dass man hier drauf jetzt einfach noch eine Bemerkung drauf labeln kann. Das wäre noch ein Werkzeug, das ich wirklich gerne hätte. So, bei den Radiergummi hat sich auch ein bisschen was getan. Im Snipping Tool konnte man ja alle Elemente nur einzeln löschen. Das kann man in den Ausschneiden und Skizzieren App auch tun. Ein bisschen schwierig funktioniert das hier bei dem, mit dem Textmarker. Da weiß ich nicht, da haben die wahrscheinlich ein bisschen das zu empfindlich. Da muss man wirklich genau ein Pixel treffen, damit das gelöscht wird. Ich habe jetzt mehrere Male drauf rumgeklickt. Aber was jetzt wirklich neu dazugekommen ist, ist, dass man jetzt, wenn man jetzt löschen möchte, auch alles vollständig löschen kann. Mit einem Klick. Markieren hier nochmal. Okay. Dann sind noch zwei weitere Kleinigkeiten dazugekommen, und zwar das Lineal, wofür man das jetzt auch brauchen kann, aber vielleicht wahrscheinlich beim Ausschneiden, damit man noch mal ein bisschen messen kann, ob das Bild gleich ist und man nicht noch mal extra in einem Bildbearbeitungsprogramm nacharbeiten muss, wenn man jetzt zwei genau große ausgeschnittene Elemente bräuchte. Das, was ich hier noch nicht herausgefunden habe, ist, ob man das auch irgendwie drehen kann. Das wäre nämlich ganz schick gewesen, dass man es auch hochkant stellen kann. Habe ich aber hier noch nicht gefunden. Und hier sieht man ja schon, ist ein bisschen ein kleiner Gradmesser dazu. Man kann noch einen großen Winkelmesser machen. Beim Winkelmesser wird es noch relativ einfach sein. Man sieht ja hier 0, 5, 10. Das ist relativ einfach. Beim Lineal ist auch keine Beschriftung dran, aber wahrscheinlich, weil es auch nicht wirklich Zentimeter ist. Das ist halt einfach nur ein Hilfsmittel, dass man sozusagen die Größen gleich bestimmen kann. Es wäre aber trotzdem schick, würde hier irgendwo ein paar Zahlen dran stehen. Das macht sich wahrscheinlich einfacher. Oder dass man sich nach Pixeln oder nach irgendwelchen Inches oder was auch immer einstellen kann. Aber vielleicht kommt das ja noch. So, ich habe jetzt noch mal ein bisschen dazwischen geredet. Wir hatten gerade das Lineal
Und zwar, man kann es doch drehen. Ich habe es rausgefunden, einfach mittleres Mausrad benutzen. Und wenn man das hier nimmt, kann man sozusagen das Lineal überall anlegen. Ganz schick. Und das Problem schon gelöst. So, dann entferne das mal. Bei Snipping Tool war das ja wirklich so, dass immer das, was man als letztes gemacht hat, auch dann jeweilig in der Zwischenablage war. Das ist im Ausschneiden und Skizzieren App auch so. Kann ich hier einfach mal zeigen. Oh, hier hatte ich schon mal rumexperimentiert. Ich tue das mal löschen. So, bearbeiten und müssen wir jetzt wahrscheinlich noch mal was machen. Jetzt gehen wir hier in Bearbeiten und Einfügen und wir sehen, das ist das, was wir jetzt gerade als letztes gemacht haben. Im Snipping Tool ist es das gleiche, wenn ich jetzt hier etwas markiere und ich füge das jetzt hier ein, dann sehen wir, dann hat er das in die Zwischenablage. Das heißt, dieser Button hier oben mit dem Kopieren, wenn man in der Zwischenzeit nicht mit irgendeinem anderen Programm gearbeitet hat und die Zwischenablage genutzt hat, braucht man das nicht extra zu markieren. Das funktioniert bei beiden Programmen gleichermaßen. Diese Funktion braucht man im Prinzip nur, wenn man in der Zwischenzeit mit irgendwas anderem gearbeitet hat und das Bild nochmal braucht. Ganz schön ist, dass man hier auch zurück und vor gehen kann. Das heißt, ich kann hier zurückgehen und nach vorn gehen. Das gab es im Snipping Tool gar nicht. Und das, was hier auch neu ist, dass man, Moment, das war jetzt falsch. Dass man im Prinzip ein gespeichertes Bild wieder öffnen kann. Und zwar, man kann auch andere Bilder, die man gar nicht gespeichert hat, kann man, also die man mit einem anderen Programm gespeichert hat, kann man auch öffnen. Und relativ viele Formate, wie wir sehen. Ja, diese Funktion, die gab es im Snipping Tool nicht. Beim Speichern sieht es ähnlich aus wie beim Snipping Tool. Das heißt, wir haben JPEG und PNG und GIF. Im Snipping Tool gab es noch ein Format mehr, welches aber, soweit ich weiß, niemand genutzt hat. Also das heißt, wir haben auch das PNG, das GIF und das JPEG. Und diese MHT hat wahrscheinlich niemand verwendet. Also ich kenne niemanden, der das irgendwie genutzt hat. Schön ist, dass man jetzt dieses Bild gleich mit einem anderen Programm öffnen kann. Bin ich ja erst schon aus Versehen draufgekommen. Das heißt, weil ich jetzt nichts angefügt habe, könnte ich jetzt sagen, naja, mit welchem Programm soll denn jetzt das Bild geöffnet werden? Und die Druckfunktion hatten wir auch im Snipping Tool, die war halt hier versteckt, also das ist nach wie vor so geblieben. Im Großen und Ganzen kann ich sagen, hat sich das ein bisschen weiterentwickelt mit den Ausschneiden und Skizzieren, wobei ich aber immer noch sage, so ein, zwei kleine Gimmicks, die könnten noch dazukommen. Also zum Beispiel, dass man jetzt noch hier so ein kleines Label drauflegen kann, wo man gleich noch was draufschreibt. Also ich habe das öfters schon vermisst, wo man das dann doch in der, sag ich mal, in der PowerPoint oder in der Word-Datei oder in der E-Mail, wo man es gerade reinkopiert, dann nochmal irgendwie extra drauf machen musste. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen und ich werde demnächst noch ein paar weitere nützliche neue oder beziehungsweise schon alte bekannte Apps, die aber viele noch nicht kennen, vorstellen. Und abonniert meinen Channel bitte rechts unten und ich freue mich auf euch zum nächsten Video. Vielen Dank.